Hallihallo! Servus! Grüß euch! David. Wow! Ich bedanke mich für diese zärtliche Begrüßung. Liebe Freunde, mit unserer altbewährten Kennmelodie, mit dem Trompetenecho von Slavko Ausenik, mit Bildern vergangener Stadl-Sendungen, mit unserem NDR-Fernsehballett und mit unserem Stadl-Orchester unter der Leitung von Wolfgang Lindner sage ich wieder mal Servus und herzlich willkommen in unserem Stadl. Und ich hoffe, Sie haben bereits ein bisschen Stadl-Atmosphäre. Wenn es noch nicht ganz klappt, dann sage ich Ihnen, wo wir heute sind. Wieder einmal in Südtirol, wieder mal in Bozen. Servus, herzlich willkommen! Südtirol, das zergeht einem am Mund. Südtirol. Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie schon mal da waren, dann kennen Sie das, was ich sagen will. Aber wenn Sie noch nie da waren, dann sollten Sie einmal hierher kommen. Allein einmal schon für mich wichtig, die vielen Schmankerl, die es gibt, die Leckerbissen, da. Ne? Und dann gute Weindel gibt's auch. Und dann die Landschaft, die Berge, die Burgen und die Lieblichkeit der Menschen hier. Das ist jetzt keine Floskel, sondern das muss man erleben, diese Freundlichkeit. Sie helfen dir, wo es geht, hätte ich fast gesagt. Ich muss sagen, ich bin mit dem Auto, damit ein bisschen ein Gegenteil ankommt, ich bin mit dem Auto hierher gefahren in die Eiswelle. Und ich war ja schon weiß Gott wie oft hier, aber in Bozen wird so viel gebaut, umgebaut. Ich habe mich total verfranst. Und jetzt habe ich nicht mehr gewusst, schon irgendwo in der Pampas, in der Wildnis, kommt ein Mädel, daher habe ich gesagt, du Schatzi, kannst du mir bitte sagen, wie komme ich denn am schnellsten in die Eishalle, in die Veranstaltungshalle, kannst du mir das sagen? Hat sie gesagt, ja, sagen könnte ich es dir schon, aber tun tue ich es nicht. Habe ich gesagt, du Schatzele, wenn du mir das nicht sagst, wirst du nie zum lieben Gott in den Himmel kommen. Hat sie gesagt, ja, mag schon sein, aber du auch nicht zur Eiswelle. Das ist halt so der Charme, aber das muss man hinnehmen. Man muss gut gelaunt sein und so möchte ich Sie auch gleich in den Stadl hineinbringen mit einer wunderbaren Melodie. Die Volkstanzgruppe aus dem Sarnertal, das ist da gleich bei Bozen irgendwo rein, die tanzen. Und die Kaiserwälder Musikanten, das ist so ein Gemisch an Musikanten von Steirern und Slowenen, die spielen und singen dazu. Und ihr Motto: Kommt, Freunde, lasst uns fröhlich sein. Und ich sag, recht haben's und los geht's! Kommt und lasst uns fröhlich sein. Bei einem bisschen guten Wein, denn das macht, ja, das macht, dass unser Herz wieder mal lacht. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Bei Freunden ist doch immer fein, denn das macht. Das ist doch gar nicht schwer, doch gar nicht schwer. Lustig sein, das ist doch gar nicht schwer, doch gar nicht schwer. Kommt und lasst uns fröhlich sein, wir laden dazu alle ein, denn das tut, ja das tut. Thank you.
morgen rein. Was kann denn für uns schöner sein? Lustig sein, das ist doch gar nicht schwer. Also, ich muss Ihnen sagen, liebe Zuschauer zu Hause, liebe Freunde hier in der Halle, da geht einem das Herz auf, wenn man wieder eine junge Gruppe präsentieren kann, zum ersten Mal in einer riesengroßen internationalen Sendung. Wieder mal Talente, wieder mal aus der, das erfahren wir gleich. Ich weiß, Sabrina, jetzt geht's Herzerl, aber jetzt muss durch. Für heute Abend bist du der Chef, das sind die Draufgänger und das ist jetzt die Draufgängerin. So, eure Gruppe, woher kommt sie? Wir kommen aus der Südoststeiermark, aus Wörth bei Gnaz. Aus Wörth bei Graz. Gnaz. Und wo? Gnaz. Aus Gnaz, ja, das ist ja wieder ganz was anderes. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen. Und wer hat euch zusammengebracht, wie habt ihr euch denn gefunden? Also an René, sein Papa, der was auf dem Schlagzeug ist, hat uns zusammengebracht. Hat euch zusammengebracht? Ja. Du hast jetzt also die Aufgabe, deine Kollegen ein bisschen zu präsentieren. Wie heißt denn der Wuschelkopf da vorne? Auf der Posaune ist der Robert mit 13 Jahren. 13 Jahren, mein Gott.
Dann haben wir den Herrn Schlagzeuger. Auf dem Schlagzeug ist René mit 14 Jahren. 14 Jahren, ja. Und der junge Mann auf der Schreibmaschine? Auf der Harmonika ist Renato mit 14 Jahren. Aha. Der Saxobur? Und auf dem Saxophon spielt Albert mit 14 Jahren. Albert mit 14 Jahren. Jetzt sag einmal auf Ehr und Gewissen, diese Aufnahme habt ihr selber im Studio aufgenommen? Ja. Ohne Tricks? Nein, überhaupt nicht. Jeder hat selber gespielt. Also ich muss sagen, Hut ab, weil das klingt schon wie alte Profis. Und was habt ihr eigentlich für ein Vorbild oder was du für ein Vorbild? Ja, Karl, das ist so, wir Draufgänger bleiben bei der Volksmusik. Und unsere Vorbilder sind natürlich unsere Musikkollegen aus der Steiermark, die Edelseer. Bravo, siehst du das? So. Gib uns her, komm. Danke dir. Sabrina, ich als alter Mann überreiche dir Blumen. Hab eine Freude damit. Danke. Mein Danke. Normal kriegt man da immer was, aber ich weiß nicht, das ist bei der Jugend, daher, bei der Jugend noch immer nicht so. Nix. Gut. Sie hat gesagt, was soll denn einen alten Deppen ein Puzzle geben, verstehst? So, und für euch als Anerkennung und als Auftakt für mehrere der Fernsehbastel und ich weiß, ein Riesenapplaus für die Draufgänger. Liebe Zuschauer zu Hause und liebe Gäste hier, ich möchte Ihnen auch einen Mann vorstellen, der uns bereits zum 5. Mal hierher gebracht hat, nach Bozen in den Musikantenstall. Da geht es auch ein bisschen ums Geld, aber die Art, wie er das macht. Er ist ein durch und durch raffinierter, sympathischer Typ. Dr. Roberto Seppi. So, Roberto, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich muss mich bei dir bedanken und bei deiner Mitarbeiter. Genieß deinen Applaus. Noch einmal, weißt du, wer er versäumt hat? Roberto Seppi. Roberto, was wolltest du sagen? Dass es mit dir wunderbar ist, zusammenzuarbeiten. Ja, die Nächte sind lang, ich weiß es. Danke dir jedenfalls vielmals. Gell? Und noch etwas, wir arbeiten ja mit der ARD zusammen und ich muss sagen, es ist immer wieder schön, wenn leitende Kollegen hierher kommen, mit dabei sind bei unserem Stadl. Und in der letzten Sendung, ich kann mich erinnern, habe ich gesagt, Doktor ist er nicht, Hofrat ist er auch nicht, Schatzele, da bist du, ja. Und ich freue mich aber, dass er da ist. Thomas Jansing, der Unterhaltungschef des Bayerischen Fernsehens als Vertreter der ARD mit seiner charmanten Gattin. Frau Gattin, guten Abend. So. Und gib mir ein Bastel. Ich weiß, der Herr Jansing und die Frau haben ein wunderbares Baby. Aber ich würde Sie bitten, Herr Jansing, stehen Sie einen Moment auf. So ein schönes Gesicht muss man ganz einfach sehen und genießen. Thomas Jansing. Bitte schön. Weiter geht's mit einer Gruppe, die uns ein bisschen was, nur ein bisschen jetzt am Anfang zeigt, vom wunderschönen Südtirol. Es ist eine Gruppe, die letztes Jahr beim Grand Prix der Volksmusik den ersten Preis gemacht hat. Sie wissen es bereits, die Ladina. Zusammen mit einem gemischten Chor, mit Damen aus Bozen, mit Mädels aus, oder mit Herren aus Seis am Schlern, sagen Sie schlicht und einfach, und wir untermalen das mit wunderschönen Bildern. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, die Ladina. Weißt du, wo
die 13 entstehen. Bei uns in Südtirol. Wo kann man Etsch und Isaac sehen? Bei uns in Südtirol. In Türkelstuben kehrt man ein. Bei uns in Südtirol. Da kann man immer fröhlich sein. Bei uns in Südtirol. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit. Wo fängt der Frühling früher an? Bei uns in Südtirol. Wo liegen Bozen und Meran? Bei uns in Südtirol. Wo kann es heiß in Kaltern sein? Bei uns in Südtirol. Der Rosengarten ist aus Stein. Bei uns in Südtirol. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit. Wo schaut ein Kirchturm aus dem See? Bei uns in Südtirol. Wo ragt der Ortler in die Höhe? Bei uns in Südtirol. Wo sind die Täler schmal und lang? Bei uns in Südtirol. Wo zieht man schöne Trachten an? Bei uns in Südtirol. Komm, ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit.
Also, liebe Freunde, jetzt muss ich zuerst einmal meinem Regisseur Kurt Bongartz im Übern mit seinem Team ein Riesenkompliment machen. Ich meine, dass man mit zwei Kapellen so ein bisschen ein Tradivabel macht im Stadl, das geht ja noch. Mit vieren, ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ich habe ihm als Dank dafür eine neue... Ja, für euch, Kurt. Ja. Ja, das genügt schon, das genügt schon. Ich habe ihm eine extra Gage von 5 Euro gegeben. Er ist glücklich, er ist zufrieden. 1 Euro muss er abgeben seiner Frau, der Rest ist Mehrwertsteuer, damit hat er eh fast nichts mehr. So, aber jetzt möchte ich Ihnen unsere 4 Kapellen aus 4 Ländern präsentieren. Einmal schauen Sie da an, was das für schöne Trommel ist. Hopp. Oh, Entschuldigung. Ein Liebstirndl, eine liebe Trommel, es ist die Blaskapelle aus Bad Bayersoien unter der Leitung von Sepp Felix aus Bayern. Grüß euch miteinander, Servus! Herrlich! Sie sind ja nicht das erste Mal bei uns, Sie fühlen sich bei uns wohl und ich weiß, wenn die da sind, dann geht's auf. Diese zwei etwas vollschlanken Herren, die waren früher bei den Alpenoberkreinern. Jetzt sind sie bei der Blasmusik Mengeska Godba aus Slowenien. Mengeska Godba und der Kosis Primus, unsere Freunde aus Slowenien. Schauen Sie da diese Tracht an. Alles, sprichst du ein bisschen Deutsch? Ein bisschen. Alles echt? Ja. Haube und so? Ja. Ich auch echt. So. Servus. Doch gut. Schau. Die Helga ist auch dabei. So. Auch euch ein herzliches Dankeschön. Servus, dass ihr wieder mal mit dabei seid. Auch schon Stammgäste. Diese Herren hier. Das ist Südtirol, die Musikkapelle Jenesien unter der Leitung von Helmut Mayer. Heute Nachmittag habe ich mit dem Herrn da geredet, hat er gesagt, nein, hat er gesagt, das ist der Bürgermeister. Also jetzt frage ich, Jenesien liegt ungefähr 1150 Meter oberhalb vom Bozen, sag ich jetzt nicht 1100, ich hab's genau nachgemessen. Das stimmt fast ganz genau. Ah ja, ist ein wunderbarer Ort. Weißt du, was mir so gefällt? Man ist oben, man sieht das Panorama, die Dolomiten und alles. Traumhaft am Abend. Wir sind auf der Bozener Sonnenseite. Auf der Bozener Sonnenseite. Also, genießen Sie die feschen Herren und die feschen Dirndln. Ich bedanke mich bei euch. Und weißt, wenn man so grüß Gott benannt, dann heißt es immer Servus, Bravo und Ketschau. Und hoi! Sie trauen sich nicht, sie sind gelähmt. Schöne Frauen, ganz schöne Frauen. Wunderbar. Ja, Karl, du bist verheiratet. So, das geht also bis da runter. Und da hört schon langsam jetzt auf. Bitte? Du warst auch gut benannt, gell? Ja. So. Und die vierten, die kommen aus Österreich. Es ist die Marktmusik Schörfling. Schörfling, das liegt am Attersee im Oberösterreichischen. Unter der Leitung, wie gesagt, die Marktmusik von Sepp Koderholt. Bitte schön, da seid's. Der Herr Bürgermeister. Ja, lieber Karl, ich darf dir als Bürgermeister der Marktgemeinde Schörfling am Attersee und als Musikobmann ein Geschenk aus unserer Heimat überreichen, und zwar einen Schwan. Der Schwan ist das Wahrzeichen unseres Heimatortes und auch das Wahrzeichen unserer Ferienregion Attersee. Und wenn du mal bei uns vorbeischaust, du bist immer herzlich willkommen. Das Bitte ist sehr, sehr lieb. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Bürgermeister. Schau. Für deine Gattin haben wir auch was mitgebracht, und zwar etwas Süßes, einen Strauß voll Klimtlerinnen. Und zwar der Klimt war bei uns ein Künstler, der was auch am Attersee immer seine Sommerfrische verbracht hat und auch
seine Werke ausgestellt hat. Bitte sag's nicht so laut, nicht für meine Gattin, auch für mich. Danke. So, darf ich dir das einmal geben, Schatzele? Ja, na, warte, ich halte es dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Bürgermeister. So, jetzt müssen wir noch dahin gehen. Jetzt haben wir's, gell? So, liebe Freunde, jetzt würde ich sagen, jetzt empfangen wir ein Paar, das kommt aus der Lausitz, aus der oberen Lausitz. Auch nicht zum ersten Mal im Stadl, unheimlich sympathisch. Sie singen, was kann ich denn dafür, dass ich so viele schöne Schokolade... Nein, das stimmt nicht. Was kann ich denn dafür? Ein wunderbares Lied und ich freue mich auf, mit Ihrem Applaus, Katrin und Peter! Ich so gerne nur mit dir allein spazieren gehe. Was kann ich denn dafür, dass ich so gerne nur mit dir allein die Sterne sehe? Tag aus Tag ein nur zärtlich sein, das wäre so schön, noch was ich sag und was ich tu. Du schaust nicht hin, du hörst nicht zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Viel zu oft hast du gehört, dass man dir schwört, ich bin in deinen roten Mund verliebt. Für dich ist jede Liebelei nur Schwindelei, du glaubst nicht, dass es Liebe ist. Was kann dafür, dass ich nur glücklich bin mit dir, denn du bist wunderbar. Was kann ich denn dafür, dass ich dich liebe, glaube mir für alle Zeit sogar. Wenn wir heute Abend tanzen gehen, wenn wir uns in die Augen sehen beim Rendezvous, dann schau mich an und hör mir zu, wenn ich dir sage, Darling, du, I love you. Dir sage, Darling, du, I love you. I love you. I love you. Ich lieb dich. Thank you.
das, was Sie jetzt erlebt haben, das ist wieder mal eine Weltpremiere bei uns im Stadl. Das sind die legendären Nachfolger der Gypsy Kings. Zigeunermusik aus Frankreich, aber sie sind eigentlich Weltreisende. Sie waren zum Beispiel am Donnerstag noch auf einem Schiff, lauter Milliardäre, die waren auch dabei. Heute sind sie hier bei uns im Stadl, morgen Sonntag sind sie schon in Anatolien, in der Türkei. Sie reisen von einem Land zum anderen, ist aber auch kein Wunder bei der Qualität dieser Musik. Keine Angst, liebe Freunde, Sie sind nicht nur einmal hier, Sie kommen dann später noch einmal. Jetzt, Sie sprechen Spanisch und Französisch, ich spreche Deutsch und gebrochen Englisch, wir kommen nie zusammen. Wastel. For you and Applaus. Thank you very much. So, Musik geht halt rein. Ich muss sagen, da geht einem das Herz auf. Genauso wie bei der Dame, zu der ich jetzt gehe. Hallo, grüß euch, servus, Wolfgang. Alles in Ordnung? Unser Kübler ist da, unser Kübler versteht. Übrigens, unser Kollege, der Kübler, unser Pianist, ist im Krankenhaus in Wien. Ich möchte dich ganz herzlich grüßen, zusammen mit der Lindner Band. Mach's gut, Bur. Schau, dass du bald wieder bei uns kommst. Kübler, Bussi. Und der Baucherle. Dankeschön. Amalie, grüß dich Gott, servus. Servus. Wieder mal bei uns, ja. Amalie Baumann, ja. Traumköchin, Zauberin. Schauen Sie, solche Leckerli macht sie, Apfelradeln. Den ich für dich schon gemacht. Ja, die habe ich schon gemacht. Ja, ich brauche sie ja. Sag, und was willst du uns jetzt machen? Jetzt mache ich... Ist eine Südtiroler Spezialität. Buch. Mhm. Und jetzt, die Äpfelkirchel habe ich schon gemacht. Die Äpfelkirchel. Ja, und jetzt mache ich Strauben. Strauben? Strauben. Aha. Ja. Jetzt einmal, was braucht man? Da braucht man Mehl, ein bisschen Salz, Milch. Mhm. Gaggeln. Was? Gaggeln. Gaggeln sind Eier. Damit man... Pass auf. Au, ist ja. Heiß. Nachher ein Schuss Rum. Ja, das ist nicht gut. Nicht vergessen. Ja. Messerspitzbackpulver. Ja. Und ein bisschen Vanillezucker. Ja. Und das gut rühren. Und da noch einfüllen. Und ins heiße Fett einrühren. Und... dann essen. Ja, dann sag uns leider, dass wir hier auch keine Zeit verlieren, weil man muss ja alles gut verkosten, gell? Ja. Mhm. So, da fange ich jetzt in der Mitte um. Hörst du es noch? Ja, sag einmal, das geht durcheinander. Gell? Mhm. So. Und das ist jetzt alles? Das ist jetzt alles. Kann man vorstellen, das ist ein wunderbarer Nachtisch. Ha? Das ist ein ganz guter Nachtisch. Und für die, also eine Fastenspeise für die Freitages. Also für die Freitagsspeise? Ja. Nachher ist außer der großen Arbeit billiges Essen, weil die Zutaten alle fast nichts kosten. Und mit dem Tag, der ist so vielseitig, mit dem kann man eben jetzt in langes, wenn die Holerblume sein, Holerkirchel machen. Die Holerblüte, ja. Nachher von Wiesensalbei die Salbeikirchel, Salflerkirchel sagen wir machen. Ja. Und natürlich die Äpfelkirchel das ganze Jahr. Ich bin in Äpfelland Südtirol, kein Problem. Aber die Gaggerlen muss man sich kaufen. Die Gaggerlen muss man sich kaufen. Ja. Also liebe Zuschauer, wenn Sie das Rezept haben wollen, schreiben Sie uns ganz einfach an den ORF. Musikantenstadl A 1136 Wien. Sie kriegen das Rezept. Aber wie gesagt, die Gockeln, die müssen wir uns kaufen. Ja, die müssen wir kaufen. Die müssen wir kaufen, ja. Außer der Nachbar hat Hennen. Ja. Jetzt drehst du es um, gell? Ich gehe wieder ein bisschen weg. Ja. Aha. So, sind nicht ganz braun, sie kehren ein bisschen mehr. Ja. Aber der Herd ist eben nicht so wie in einer Bauernkuchel. Das ist die Sparversion des ORF. Wir haben ja kein Geld. Also, wenn ich das, Amalie, wenn ich das so anschaue, ja.
dann merke ich, wenn ich da zuschaue, kriege ich ein Kilo mehr, noch ein Kilo mehr. Aber ich fange auch an zu träumen vom Urlaub. Weißt du? In Südtirol. Ja, zum Beispiel in Südtirol, aber ich bin viel lieber daheim. Ich sage das im Vertrauen. Gell? Ja. Aber trotzdem, irgendwie denke ich mir, ich muss in Urlaub. Aber ich muss mit meiner Frau dann ein bisschen verhandeln. Ich danke dir vielmals. Bleib sauber. Für dich gut. Liebling, bald sind Ferien. Sag, wo möchtest du denn diesmal wieder hin? Liebling, im Vertrauen, weißt du, dass ich auch zu Haus ganz glücklich bin? Sie sagt, Mallorca wäre so schön, doch ich mag Spanien nicht mehr sehen. Ein Urlaub im eigenen Garten wäre das Schönste für mich auf der Welt. So ein Urlaub im eigenen Garten tut so gut und er kostet kein Geld. Darum schlag ich dir vor, wir bleiben daheim, denn schöner kann's nirgendwo sein. Liebling, es gibt Besseres als die Reiserei im Auto oder Chat. Mein Liebling, hör doch, ich verspreche dir, jeden Tag bring ich das Frühstück an dein Bett. Sie sagt, der Abwasch bleibt doch mir, mein Schatz, auch dabei helf ich dir. Ein Urlaub im eigenen Garten wäre das Schönste für mich auf der Welt. So ein Urlaub im eigenen Garten tut so gut und er kostet kein Geld. Darum schlag ich dir vor, wir bleiben daheim, denn schöner kann's nirgendwo sein. Liebling, sei ganz friedlich, pack die Koffer wieder aus, wir bleiben hier. Ach Liebling, hör doch, hol den Lehnstuhl und vielleicht auch eine Zigarre und ein Bier. Mach's dir bequem und setz dich hin, es wird genauso wie am Meer. Ein Urlaub im eigenen Garten wäre das Schönste für mich auf der Welt. So ein Urlaub im eigenen Garten tut so gut und er kostet kein Geld. Darum schlag ich dir vor, wir bleiben daheim, denn schöner kann's nirgendwo sein. Ach, ist das schön, Liebling.
Freunde, wieder eine Premiere, wieder ein neues Orchester. Es gibt ja eine alte Weisheit, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So auch bei diesem Orchester. Der Chef ist der Junior-Boss der Lindner Band, der Junior von Wolfgang Lindner, nämlich auch ein Wolfgang Lindner hier an der Trommel mit seinem neuen Orchester. Just Live Orchestra zusammen mit dem MDR Fernsehballett. Happy Deutschmeister! Wolfgang, der Erste! Ein gefallener Musiker. Na ja, der braucht ja wieder aufstehen, dann passt schon. Also noch einmal, schönen Dank und weiterhin wünsche ich euch toi, 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 viel Erfolg für die Zukunft. So, ich möchte Ihnen jetzt einmal zeigen unsere wunderschöne Blumenpracht, die wir wieder haben. Sie wissen, im Stall ist immer alles echt. Da merkt man, der Frühling ist voll drinnen. Hier in Südtirol hat in den letzten Tagen immer die Sonne geschienen. So, hier ist das Wappen von Bozen. Da haben wir noch eine weitere Blumenpracht. Und ich gehe jetzt ein Stückchen weiter Richtung Westen. Und zwar möchte ich einen Mann besuchen, einen Freund, den ich seit über 10 Jahren kenne. Und er ist eigentlich derjenige, der dieses Land verwaltet. Ich spreche und ich würde sagen, wir empfangen ihn mit einem herzlichen Applaus den Landeshauptmann von Südtirol, Dr. Luis Thurnwalder. Herr Landeshauptmann, ich grüße dich. Servus. Bitte schön den Platz. Ich habe in der Zwischenzeit bereits aufgeschenkt. Ein Tröpfele? Ein Tröpfele, mehr. Warte, lass mich erst. Ich weiß, du trinkst dir nur Gutes. Also stoße auf deine Gesundheit an. Von mir auch ein bisschen die Gesundheit mit so. Ja. Was ist? Gut. Na gut, das gut. Das ist ein autochtoner Südtiroler Wein, ein Lagrein. Der wächst in Südtirol. Wir haben ja 3 autochtone Weine. Und zwar den Traminer, den du ja sicherlich kennst. Ja, ja, natürlich. Und dann den Kolterer See, den Fanatsch und eben den Lagrein. Weißt du, das ist das Schöne beim Herrn Landeshauptmann, du brauchst ihm gar keine Fragen stellen. Er kommt schon von selber. Ich weiß, wie wir vor 2, 3 Jahren da waren, habe ich gesagt, so 2 Minuten haben wir fürs Gespräch. Nach 5 Minuten habe ich die Uhr weggeschmissen, weil es keinen Sinn gehabt hat. Ja, wir Politiker müssen ja letzten Endes das Geld mit Reden verdienen. So ist es. Sag mal, Herr Landeshauptmann, ich lese ja viel, ich rede mit den Menschen genauso wie du. Hier floriert die Wirtschaft. Ihr habt den Handel mit Obst, den Handel mit Wein, mit Speck. Ihr habt eine wunderbar florierende Industrie. Was macht's ihr in Südtirol besser als wir in Österreich oder die Nachbarn in Deutschland? Ihr habt ja fast keine Arbeitslosen. Könnt ihr zaubern oder was macht ihr anders? Nein, wir arbeiten und wir haben einen gewissen Optimismus, wir haben eine Autonomie und das ist ein ganz großer Vorteil. Das heißt, wir haben eine Autonomie in fast allen Bereichen und können deshalb eine Politik machen für unser Land und wir müssen nicht an der Realität vorbei politisieren. Denn dadurch, dass wir die Autonomie haben und die Gesetze so machen können, wie wir sie brauchen und vor allem auch unter Einhaltung der EU-Richtlinien auch die Gelder so ausgeben können, wie es eben notwendig ist. Auf die Art und Weise können wir eben eine Vollbeschäftigung erhalten. Wir können die Wirtschaft so unterstützen, wie wir sie eben brauchen. Klein- und Mittelbetriebe, die Arbeitsplätze hinausbringen in die einzelnen Bezirke, dass wir die Abwanderung verhindern können. Wir haben keine Abwanderung. Wir können die Bergbauern nicht alle als Vollerwerbsbetriebe erhalten, aber wenigstens als Zu- und Nebenerwerbsbetriebe. Und da brauchen wir halt auch Arbeitsplätze. Denn ohne Bergbauern wäre Südtirol sicherlich nicht das, was es eigentlich ist. Ja. Wir wollen, dass die Landschaft gepflegt wird und dass vor allem die Strukturen erhalten werden, dass natürlich Obst und Wein daneben auch entsprechend gefördert wird, dass einfach das Typische, was wir haben, entsprechend erhalten wird. Und das ist, glaube ich, wichtig. Denn so wollen uns die Leute. Sie wollen keine schicke Jacke, sondern sie wollen einfach die Ehrlichkeit, sei es, was die Wirtschaft anbelangt, die Produkte anbelangt, die Qualität anbelangt, sei es auch, was Volkstumspolitik anbelangt. Das ist ein Thema. Ja. Das ist ein Thema. Merken's. Du kannst eigentlich nirgends rein. Du kannst nichts rein, du kannst keinen Schalter, gar nichts. Er redet und wenn man ihn lässt, sitzen wir um 3 Uhr nachts nur da. Ich verspreche es Ihnen. Aber weil du gerade gesagt hast...
Weil du gerade gesagt hast, die Volkskultur. Was für eine Bedeutung hat eigentlich die Volksmusik und die Musik überhaupt für dein Land Südtirol? Ich glaube, eine ganz große. Ja, lieber Karl, du musst wissen, wir sind eine kleine österreichische Minderheit, die in einem großen Staat Italien lebt. Mhm. Italien hat 57 Millionen Einwohner. Wir sind insgesamt der deutschen Ladinischsprachigen 350.000. Das heißt also, wir müssen selber schauen, dass wenn wir entsprechend überleben wollen als kleine österreichische Minderheit, wenn wir unsere Kultur beibehalten wollen, dann müssen wir selber aktiv sein. Und das geschieht eben, indem wir durch die Vereine, Verbände, Musik pflegen, Gesang pflegen und so weiter. Ganz denk einmal, wir haben insgesamt, wenn wir auch die italienische Volksgruppe mitrechnen, 470.000 Einwohner. Wir haben aber 2.900 Verbände. 2.900 Verbände. Also das heißt, wir haben 211 Musikkapellen, 443 Chöre, 308 Feuerwehren. Wir haben Theatergruppen, Schützenkompanien und so weiter. Und das hält zusammen. Das muss zusammenhalten und das schafft Leben in den einzelnen Dörfern. Und da hat jeder Jugendliche die Möglichkeit, etwas für sein Dorf, für seine Mitmenschen zu tun, sich selber zu verwirklichen, aber auch für seine Mitbürger etwas zu tun und vor allem auch für die Gäste interessant zu sein. Denn die Gäste kommen ja nicht nur deswegen, weil wir schöne Weine haben, schönes Obst haben, gute Käsearten haben, sondern sie kommen auch, weil hier die Identität noch vorhanden ist, und zwar die ehrliche Identität, dass wir nicht irgendetwas machen, nur weil es den Gästen gefällt, sondern weil wir es noch so leben. Ganz gleich, ob es Gesang ist, ob es Trachten sind, Musikkapellen sind und so weiter. Und so wollen wir auch weiterfahren. Ich glaube, so mögen uns die Leute und so wollen wir bleiben. So, und damit haben wir fertig. Prost. Prost. Und ich danke dir vor allem auch, dass du uns immer wieder auch durch den Musikantenstadel die Möglichkeit gibst, dass wir unser Land so nett und natürlich präsentieren können. Wir haben es aus den Filmen gesehen, wir haben es auch durch deine Einleitung gehört. Herzlichen Dank. Also, jetzt muss ich nur mal. Entschuldigung. Ja, das ist ja gut. Jetzt, pass auf, jetzt gehen wir gleich. Ah, Herr Landeshauptmann, bitte erhebe deinen Körper. Folge mir unauffällig. Da hast du ihn. Jawohl. Ich weiß ja auch, du hast ein Hobby, du bist ein passionierter Jäger. Ja, bin ich. Ja. Jetzt pass auf, so wie du gibt es ja viele hunderte, tausende Jäger in Südtirol, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa überhaupt. Und für die haben wir jetzt einen kleinen Gruß. Na, was können das sein? Ha? Das kann nur Jagdhornbläser. Siehst du das? Ja. Der Kandidat hat 100 Punkte. 110. Also, 110, gut. Summa cum laude. Ich habe vor einiger Zeit eine Gruppe in Deutschland kennengelernt. Ich muss sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Mit der Reinheit, wie sie blasen. Ich darf sie dir gleich einmal vorstellen. Es ist die Jagdhornbläsergruppe Roberti Winkel aus dem Bayerischen. Und sie möchten dir präsentieren den Alpenjäger. Wie gesagt, unter der Leitung von Günther Schroth. Jetzt würde ich sagen, gibst du, Günther, gibst das Kommando für den Herrn Landeshauptmann. Jetzt bloß mal. Fertig? Wart. Bereite dich vor, seelisch. Geht schon. Fertig, Horn auf, Blast on.
wenigstens gratulieren darf ich schon, gell? Robert Winkel, unter der Leitung von Günther Schroth. Gehst du zu den Damen gar nicht hin? Das ist ja was Neues. Ja. So habe ich dich ja gar noch nicht kennengelernt. Ja, ich bin bekannt, dass ich. Ich darf dich erstens einmal drehen. Sehen Sie, das ist der Vorteil, wenn man beim Stadl ist. Man kann Politiker hindrehen, wo man will. Was in der Politik nicht möglich ist. Vor die Wahlen auch. Gut ist. Ja. Der ist wieder für vielmals. Dich. Danke vielmals. Und das ist der Fünfte. Ist der Fünfte, ich ja. weiß ja. Ja, ja. So, bleib bei mir, häng dich ein. Ja, ja. Jetzt würde ich, da schau hin. Jetzt würde ich sagen, Herr Landeshauptmann, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, jetzt haben wir einen Film vorbereitet. Wir starten hier in Bozen auf dem Kirchturm. Wir landen wieder in Bozen am Kirchturm, weil der hat eine besondere Anziehungskraft. Dazwischen schauen wir uns an Meran, schauen uns ein bisschen was um in Südtirol und wir beide sagen herzlich willkommen in Südtirol.
Lauter wohlverdienter Applaus für diesen Film. Und Sie haben gesehen, dieses wunderbare Werk, dieses Bauwerk, der Kirchturm. Ich habe mit dem Herrn Landeshauptmann einiges beredet. Schauen Sie, und da findet man so manches, was so typisch südtirolerisch ist. Brezeln, dann das ist Schüttelbrot, ja. So, dann haben wir den Honig dazu, ja, Süßigkeiten, Obst, Äpfel natürlich, ein wichtiger Industriefaktor für Südtirol, die Marillen, danke, und die Kirschen, mein Gott, da könnte man so viel mitgehen lassen. Da haben wir dann noch den Wein. Und das natürlich, der Grapper, ist auch etwas typisch südtirolerisch, italienisches. Also wie gesagt, ein Angebot in Hülle und Fülle. Und das haben wir auch musikalisch heute für Sie. Ich freue mich. Zum ersten Mal eine Gruppe aus Island. Island. Ich muss sagen, wir haben sie durch Zufall kennengelernt. Ich habe sie sofort eingeladen. Ich werde es Ihnen dann vorstellen, aber jetzt einmal würde ich sagen, after all these years, nach all diesen Jahren, 25 Jahre Musikantenstall, haben wir endlich diese Gruppe hier. Es ist die Gruppe Stuttman. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. So. Free believers all belong to the future, cause they're young. Black dogs barking loud in the bright summer stream. Oh, oh, the wind is blowing my mind away, like it did the other day. I found little Moses floating in the stream. Hurry, there's no time to lose. Go and get some booze, or maybe I should just have a bottle of beer. Reflects in the old man's eye, like fingers in a pie. But when he looks in the mirror, there's nobody there. After all these years,
Stopp. I'm sorry. So, gut. Yes. Das ist das isländische Temperament. Also, Sie wissen ja, wir fahren im September nach Island zu Musikantenstadl unterwegs. Wir werden viel erleben dort. Was Sie jetzt gesehen haben, das war schon mal die isländische Flagge und die Geysire. Geysire, das sind, da kommt aus der Erde das heiße Wasser raus. Das ist, glaube ich, bis 100 Grad kalt und das kann man dort erleben. Man steht da und schaut, unwahrscheinlich. Das Land mit all den vielen Möglichkeiten, Island. Ja, das ist ein wunderschönes Land, ganz klar. Ich darf ihn vorstellen? Nein. Nein. Cheers, Brindis. Brindis, du bist so lovely. Oh, danke dir, elsku hjarta, mit uns so fattig, ja. Oh, woohoo! Technisch sind wir Ihnen immer noch überlegen. So ist es einfach. Das ist Brindis und das ist Edelt. Wie Stadl. Stadl? Edelt. Städelt. Edelt. Okay. Sagen Sie Stadl. Sagen Sie Stadl. Ja, und dann Eid. Edel. Gut. Ja, gut. Gut. Stadl, Eid, ja. Ja. Eure Gruppe Stütmen, wie lange gibt es die schon? Wir haben seit 30 Jahren zusammengespielt. Seit 30 Jahren? Ja, und die ersten Spuren war für 35 Jahren. Aha, ja. Wo habt ihr euch da kennengelernt? Im Gymnasium, in Reykjavik. Ah, im Gymnasium. Ja. Ihr wohnt in Reykjavik und Reykjavik ist die Hauptstadt von Island. Und das ist eigentlich 98% der Bevölkerung ist in Reykjavik zu Hause. Es konzentriert sich alles auf die Hauptstadt. Und wie viele Kapellen, ich meine, ihr seid die Nummer eins in Island, wie viele Musikkapellen habt ihr eigentlich in Island? Ungefähr 250. 250. Und das allein haben in Sie Reykjavik? Gesehen, ja? Ja, 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 gut. Und das alleine in Reykjavik? Alleine in Reykjavik, ja, ja, ganz klar. Ja. Also ich muss euch großes Kompliment machen. Das ist so herzlich schöne Melodie. Euer Stil ist ja Schlager, bisschen Pop, bisschen Country. Sind die Mixtur? Schlager und Polka. Oh. Auch, ja, ja. Ich sage vielen, vielen Dank. So, jetzt einmal Blumen für dich nicht. Brindis, für dich ein Strauß Blumen. Thank you very much for coming. Thank you. And das ist unser Maskottchen. Jetzt pass auf, der Fernsehwastel. Aha, das ist nicht ein Hund, ist das? Ja, natürlich ist er ein Hund. Fernsehwastel. Fernsehwastel. Sehr gut, gratuliere dir. Danke. Thank you very much. Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Dankeschön. Stüdil. Stüdil. So, liebe Freunde, jetzt macht man musikalisch wieder einen kleinen. Jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung. Und zwar Richtung Wien. Ich würde Ihnen Wien musikalisch vorstellen mit ein bisschen Frühling, mit viel, viel Herz, mit Charme, mit Gemütlichkeit, ein bisschen Wein und dazu eine der großen Künstlerinnen aus Österreich, die Grand Dame aus Wien. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Dagmar Koller. Ja, was ist denn heut nur los? Ja, was ist denn heut nur geschehen? Es sind so überfüllt die 38er Wehen. Der Schaffner, den ich froh. Ui, der schwitzt vor lauter Plan und sagt uns gleich den Grund für diesen Feiertag. Ja, als kommen Dinge nach Urlaub
gefreut, da liegt was drin. Hey! Zwei Herzen im Dreivierteltakt, die hat der Mai zusammengebracht. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, in einer Walzernacht. Ein Viertel Frühling und ein Viertel Wein, ein Viertel Liebe, verliebt muss man sein. Zwei Herzen im Dreivierteltakt, wer braucht mehr, um glücklich zu sein? Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau. Und ich frag dabei, bist auch du so treu, wie das Blau deiner Augen. Ein Blick nur in dein Angesicht und ringsum blüht, vergiss mein nicht. Ja, die ganze Welt machst du, süße Frau, so blau, so blau, so
sicher bei dir, und wenn die Schwalben nach Hause ziehen, dann klopf ich leis an deine Tür. Wenn die kleinen falschen Hühn wie ein blaues Gedicht zum Licht und schimmert wieder der weiße Friede, dann bin ich wieder bei dir. Lass dich halten, küssen dich aufs Neu. Wer ist wohl seliger heute als wir zwei? Tausend kleine Engel singen, habt euch lieb. Süß im Herzen hörst du's klingen. Mein Gott, Freunde, das war jetzt eine Reise ins Glück hier in der Sauna von Bozen in Südtirol. Herr Wirt, das können wir ausschalten. Ein Potpourri mit viel, viel Herz. Es braucht ja viel Arbeit, um so etwas herzustellen, aber ich muss jetzt einmal ein bisschen Danke sagen. Einmal unserem Stadl-Ballett und mit dem Stadl-Ballett des MDR heißt es ganz genau, und Ferenc Salmayr, der große Maestro und Choreograf. Hier ist er. Danke dir vielmals. Super. Und dann, es muss ja jemand dieses Potpourri zusammenstellen, schreiben, arrangieren. Es hat gemacht Professor Windisch und Wolfgang Lindner, unser Kapellmeister, zusammen. Er hat uns aufgenommen, das heißt, die beiden haben uns aufgenommen, mit viel Liebe, mit Raffinesse. Auch Ihnen allen hier ein großes Kompliment. Wolfgang Lindner, seinem Orchester und seinem Chor. Ja, habe ich ja gesagt. Was habe ich gesagt? Windisch. Mein Gott, der Windisch hat mich entdeckt. Na, der war nicht dabei. Der war nicht dabei. Professor Windholz natürlich. Mein Entdecker. Dein Entdecker? Ja, mein Entdecker. Mich hat er auch gedeckt. Also, Teddy Windholz, dein großes Verdienst. So, irgendwo, ja. Liebe Dagi, danke. Und Freunde dürfen Dagi zu dir sagen. Natürlich, für dich ein großes Dankeschön, für die Proben, für alles. Du bist wirklich die Grand Dame von Wien. Ich danke dir, Dagi. Danke vielmals.
Bleibt da, danke. Weiter bis Sie. So. Jetzt machen wir ein paar Schritte, denn auch dein Mann, auch eine Legende, der langjährige Bürgermeister von Wien, Professor Dr. Helmut Zink. Helmut, darf ich dich zu mir bitten? Komm her zu mir, Professor. Vorsicht. So. Ja, ja, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Liebe Freunde, ich würde Sie bitten, erheben Sie sich jetzt einmal von Ihren Plätzen. Ich sage Ihnen gleich, warum. Was ist denn? Meine Damen und Herren, es gibt Menschen auf der Welt, denen muss man bei jeder Gelegenheit ihre Referenz erweisen. Professor Dr. Helmut Zink ist vor 2 Tagen 78 Jahre alt geworden. Freunde! Erstens was, packen wir's. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Helmut, Happy Birthday to you. Danke dir, Helmut, und schau, diese 2 jungen Damen überreichen dir einen ganz kleinen kleinen Gruß aus Südtirol. Du brauchst ihn gar nicht heben, weil du fällst zusammen. So schwer ist der. So, du kriegst ihn nachher. Das ist eine kleine Aufmerksamkeit vom Herrn Landeshauptmann und von uns an dich, lieber Herr Bürgermeister. So, nehmt hier den wieder. Nehmt hier den wieder mit. Du willst natürlich... Einen Satz muss ich sagen. Ja. Ich bin unschuldig, dass Sie aufstehen haben zu müssen. Das war seine Idee. Ich hätte ihm es nicht erlaubt, wenn ich was zu reden hätte. Ich habe aber nichts mehr zu reden, weil ich bin Pensionist. Und ich war heute zum 2. Mal in meinem Leben echt gerührt. Zum 1. Mal in meinem Leben war ich echt gerührt, dass meine Frau Ja gesagt hat. Vor 33 Jahren. 34 Jahren. Und zum 2. Mal heute. Danke euch schön. Danke. Lieb. Ich muss sagen, ich liebe auch Südtirol. Und seinen Landeshauptmann und seinen Vorgänger auch ganz besonders. Ja. Professor Dr. Helmut Zink, danke dir. Danke. Dankeschön. Und ich muss Ihnen sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Gäste, das, was jetzt kommt, das passt eigentlich so richtig drauf. Denn Marc Bircher mit seinen Freunden sagt schlicht und einfach, Dirndl, es ist so wunderschön, aber wir ändern es um und sagen, Helmut, es ist so wunderschön, deine Musik. Früh die Sonne lacht. Dirndl, es ist wunderschön.
perfekt. Biene, Maya, Wiki, Zeit, das ist aus und längst vorbei. Wir sind drei Trompeter und keine Stubelpeter. Biene, Maya, Wiki, Zeit, Musik macht doch viel mehr Freude. Wir spielen auch ohne Moos. Also Jungs, wir legen los. Schlecht. Augenzwinkern ist schon recht. Sandy 3 mit dabei, beginnt die dritte Reihe. Biene, Maya, Wiki, Zeit, das ist aus und längst vorbei. Wir sind drei Trompeter und keine Stubelpeter. Biene, Maya, Wiki, Zeit, Musik macht doch viel mehr Freude. Wir spielen auch ohne Moos. Also Jungs, wir legen los. Ja, fangt ja bald an, fangt ja bald an. So. So, Schatzelein, servus, grüß dich. Hast für mich auch was? Ach so, gut, ja. Sehr lieb. So, komm. So, da. Wieder so ein Glücksfall. Aber lassen Sie mich zuerst die älteren Herren vorstellen. Eine der profiliertesten Gruppen Südtirols, die Südtiroler Spitzbuben. Oh, hopp, Kammerschau. Meine Herren, grüß Gott, mein Name ist Karl Molk. Alles in Ordnung? Ja. Redest du immer so viel? Gut, lassen wir's. Dein Name ist? Thomas. Ja. Und du spielst, lass mich raten, wahrscheinlich Trompete. Ja. Ja. Spielst sie gerne? Ja. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Ich bedanke mich, Herr Thomas. Du kriegst einen riesen Applaus. Das musst du einmal schaffen. Er verzieht keine Miene im Gesicht. Sup, hoppala, jetzt habe ich es fest hingehauen. So, jetzt lacht er. Gut. Du bist der? Maximilian. Wie alt bist du? 12. 12. Und als Trompetenspieler hast du ein Vorbild? Ja, den Walter Scholz. Europas bester Trompeter, Walter! Weißt du, wie lange Walter Scholz heute noch als Welttrompeter jeden Tag probt? 6 Stunden. Freilich, weil du das am Nachmittag gesagt hast, verstehst? Also, der Maxi! Manuel, ja. Wie geht's deiner Freundin? Ja, hab
keine. Wie alt bist denn? 9. Ja, da sollst du langsam anfangen. Und du spielst auch gern Trompete? Mhm. Wer hat denn dir das Trompetenblasen beigebracht? Ein bisschen mein Vater und dann der Musikschullehrer. Aha, wer ist denn dein Vater? Der da hinten. Der da hinten, ne? Und der spielt aber Bass. Ja, Trompete spiele ich heute, der hat heute Pause. Dein Applaus! So. Hopp! Ach. Jetzt ist die Frage, wer kriegt denn? Wer kriegt denn? Wenn ihn ihm gibt, fängt er zum Raunzen an. Gib ihn ihm, schmiert mir eine. Jetzt gebe ich noch mal dir. Ja, danke. Möchtest du auch einen? Ja, egal. Ah, ist dir egal. Und du? Hm? Auch egal. Da müht man sich ab wie ein Rackerer. Ist mir egal. Diese Arroganz der jungen Leute, ich will. Liebt's ans, gell? Ja. So, der ist für dich. Und der ist für dich. So. Jetzt sollten eigentlich die Kastelrutter Spatzen bei Ihnen hier in der Halle sein. Jetzt muss ich Ihnen was sagen, es ist uns etwas passiert. Der Albin, der Manager der Gruppe der Norbert, der Norbert. Wir haben uns vor einem halben Jahr ausgemacht, wir treffen uns hier in Bozen beim Stadl, haben gesagt, selbstverständlich, wunderbar. Und irgendwie haben wir alle drei verschwitzt. So, jetzt sind die Spatzen heute irgendwo in der Nähe von Köln und müssen dort für einen Fanclub-Jubiläum spielen in einem Zelt. Wir wollten eigentlich eine Direktübertragung machen, aber das Zelt, na, es war nichts. Also haben wir hier sie oben besucht, dort, wo sie zu Hause sind. Und wenn sie jetzt heißt, wenn der Himmel die Berge küsst, dann ist es genau das, was Sie damit aussagen wollen. Die Schönheit, die Verbundenheit mit Ihrer Heimat. Freuen Sie sich auf die Kastelrother Spatzen! Morgen mag, die Sonne geht auf und du bist bei mir so nah, dass ich dich spür. Immer noch, seit Jahr und Tag, wirst du in meinen Armen wach. Das ist für mich mehr als nur ein Gefühl und keine Nacht zu viel. Wenn der Himmel die Berge kühlt, Viva Montagna, dann wird mein Herz daheim in deinem Herzen sein. Wenn der Himmel die Berge küsst, Viva Montagna, weiß ich, dass dieser Morgen was Besonderes ist. Ich will, dass du bei mir bist. Wenn der Himmel die Berge küsst. Einen Tag ohne dich ist wie ein Schatten ohne Licht. Dein Radio an, du hörst unser Lied. Wer schläft, wird wach geküsst. Ruf mich an, sagtest du, du weißt, wie gerne ich das tu. Dann stell dich mir vor, du wartest auf mich, ich freu mich so auf dich. Wenn der Himmel die Berge küsst,
Herzen sein. Wenn der Himmel die Berge küsst, wie bei Montagna, weiß ich, dass dieser Morgen was Besonderes ist. Ich will, dass du bei mir bist, wenn der Himmel die Berge küsst. Viva Montagna! Wenn der Himmel die Berge küsst, Viva Montagna! Weiß ich, dass dieser Morgen was Besonderes ist. Ich will, dass du bei mir bist, wenn der Himmel die Berge küsst. Ich will, dass du bei mir bist, wenn der Himmel die Berge küsst.
brillan miles de estrellas. La ciudad tiene miles de luces. Sé que hay mucho aquí de valor. Para mí solamente estás tú. Hay más de mil besos por darnos y amores que pueden romperse. Sé que hay alegría y dolor. Para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras decirme adiós. Todo es tristeza, porque sin ti no hay felicidad. Nada sería igual, nunca más. Un mar perfumado de flores, vivir con amor y esperanza. Sé que habrá alegría y dolor. Para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras decirme adiós. Todo es triste. Las maravillas del mundo, mil promesas van surcando los mares. Sé que hay mucho aquí de valor. Para mí solamente estás tú. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Gäste, diese wunderbare Stimme gehört Semino Rossi aus Argentinien. Und jetzt muss ich da. Ja. Semino. Und jetzt muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die allerdings wahr ist. Semino Rossi ist in Argentinien aufgewachsen, in ganz ärmlichen Verhältnissen, hat versucht, durch Singen in Bars und auf der Straße ein bisschen Geld zu verdienen. Irgendwann hat er so viel zusammengehabt und hat den Sprung, für ihn großen Sprung,
von Argentinien nach Europa gewagt, war in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Spanien, überall hat er es versucht und überall. Und dann ist er nach Südtirol gekommen. Und da hat es auf einmal geheißen, es gibt Millionen von Sternen, aber es gibt nur eine für mich. Er hat eine kennengelernt, ein Madel aus Südtirol. Und ich muss jetzt sagen, da ist die Gabi. Das Südtiroler Madel. So, Gabi, jetzt darf ich dir mal den Blumenstrauß geben. Und jetzt muss ich noch eines dazu sagen. Die Gabi hat wirklich ein Versprechen eingehalten. Ich habe gesagt, bitte komm, steh deinem Mann bei heute. Er braucht den Erfolg. Sie ist Hebamme und muss um 6 Uhr früh ihren Dienst im Krankenhaus beginnen. Sportsal, wunderbar. Diese Blumen sind für dich. Der Applaus ist für dich. Gabi. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt wieder Platz. Das Geschichterl, das geht aber noch weiter. Irgendwie hat er es geschafft, hat einen Plattenvertrag bekommen. Und ich war dabei vor ungefähr 3 Wochen bei der Präsentation seiner neuen Platte. Es waren ungefähr 150 Leute da, wir sagen in unserer Branche Verdorbene. Aber das ist nichts Schlechtes, sondern Presseleute, Radio, Fernsehleute, die, ja, wenn man ihnen eine CD präsentiert, sie hören zu und klatschen aus Höflichkeit. Nur da war es anders, völlig anders. Er hat ein paar Titel aus seiner neuen CD vorgespielt und auf einmal entstand, wow, eine Sympathie, eine Wärme für diese Stimme, für diesen Künstler. Und dann ist etwas passiert. Ja, da steigen einem die Haare auf, wenn man so etwas erlebt. Er hat das Mikrofon bekommen, hat live gesungen mit seiner Gitarre, so wie jetzt. Live. Und hat nur seine Gitarre und ein bisschen was im Hintergrund. Und den Titel, Semino, richtig her. Und den Titel, den er jetzt spielt, ist ein Titel aus der Weltliteratur. Ave Maria, N.L. Moro. Freuen Sie sich auf Semino Rossi. Y tan sencilla, ni siquiera una capilla de cobijos para rezar. Pero se vive cerca del cielo y con piedad, y la noche con su manto cubre las chozas, lleva la paz, y allá se escucha al fin del día una plegaria. Ave María, y allá se escucha
Aalwindel dir und Plegadia. Vive cerca del cielo y convida y la noche con su manto cubre las rosas, lleva la paz y allá se escucha al fin del día. Plegaria. Cuando se María Dolores, cuando se quema el amor, cuando se María Suspiro, cuando se María Portore, cuando se María Dolores, cuando se quema el amor, cuando se María Suspiro, cuando se María Portore. Baila, 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 me. Esa rumba taitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Pero yo siempre cantaré esa rumba taitana que yo siempre cantaré. Ese amor llega sin esa manera. No tiene la culpa. Amor le compré y venta. Amor en el pasado. Venderé, 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 venderé. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero.
Jetzt hat es zum Schluss noch geduscht. Das ist das französische Zigeunertemperament. Noch einmal Chico und seine Gypsies. Freunde, jetzt haben wir so viele Schmankerl heute erlebt. Südtiroler Schmankerl, musikalische Schmankerl. Und bevor wir jetzt zu unserem Urlaubsfinale, zu unserem großen Urlaubsfinale kommen, habe ich noch ein Schmankerl. Ich habe vor rund 14 Tagen den Grand Prix der Volksmusik, also die Vorausscheidung in Deutschland gesehen. Und da hat mich ein junger Mann fasziniert, er kommt aus der Pfalz, ist aufgetreten mit einer Sicherheit und hat aus allen vier Regionen jeweils die höchste Punktezahl bekommen, nämlich 15. Ich habe mir gedacht, der muss her, den möchte ich Ihnen präsentieren, wie gesagt, als unser letztes Schmankerl. Freuen Sie sich jetzt auf den kleinen, großen Marcel. Er überreicht Ihnen rote Rosen für die Mama Marcel. Jeden Tag schon seit vielen Jahren bist du da für mich. Deine Wärme, deine Hand mir so nah. Schenken, tust so viel für mich. Hör mir zu, denn ich sing nur für dich. Rote Rosen für Mama, soll es regnen jeden Tag. Jeder Strauß soll dir erzählen, wie gerne ich dich mag. Rote sein. Ich geb's gerne zu. So viel Sonne, so viel Licht, das bist du. Darum schenk ich dir diese Rose und umarme dich. Mama, du bist die Liebste. Die Treue und du wünschst dir deine Ruhe.
wirst mein sein. Wunderbar, wunderbar, diese Nacht so sternenklar. Und wir zwei sind ein Paar, du bist mein, wie wunderbar. Liebe Freunde, wir waren mit dem Stadl wieder. Jetzt kommt's daher. Ja, was ist denn? Ich muss dir ein bisschen Töne sagen. Ist es ehrlich? Ja. Bleib so lange für uns da. Ist in Ordnung. Also. Ich küsse dich, meine Schwiegermutter. Ist die für mich? Was? Nicht mehr? Nein. Gut, das hat die Schweizer. Spaß haben wir immer. Gut. Freunde, das war's wieder mal. Ich muss sagen, mit so einer Runde zusammen sein, da kann man nur sagen, es ist ein Traumstadl. Aber ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause. Dankeschön, dass Sie wieder mal dabei waren. Ein bisschen überzogen haben wir, liebe Sendeleiter, drücken Sie auch zu. Aber wenn die Stimmung so groß ist, wie ich am Anfang gesagt habe, wie hier in Südtirol, dann geht's einfach nicht anders.
Noch einmal ein Dankeschön an alle Musikanten, ein Dankeschön an meine Kollegen im Team, im Stadelteam. Wir sind rund 110 Leute. Und ich muss sagen, Kurt Pongratz mit seinem Team hat wieder mal super Leistung gemacht. Aber ich muss sagen, auch ihr wart echt spitze. Nicht einmal riechen das. Und ich würde sagen, wir treffen uns wieder am 17. September. Da sind wir dann zu Gast in Wiener Neustadt. Am 19.11. sind wir in Husum. Das ist oben bei Hamburg. Und am 31. Silvester sind wir in Klagenfurt. So, eigentlich könnte ich jetzt sagen, Servus für Gott, aber ich sag's nicht. Wissen Sie warum? Ich sage immer, wir sind eine große Stadelfamilie. Wissen Sie, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann tut es einem unheimlich weh, wenn ein Mitarbeiter, der von Anfang an mit dabei war, in Pension geht. Und so einen Mann möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Hansi. Hansi, komm. Komm. Danke. Johann Dvořák. Kalle, ich bin noch alt geworden mit dir. Schöner bist du nicht geworden. Nein, nur alt. Weißt du, wir haben wirklich ein Vierteljahrhundert mit zusammen verbracht. Du warst als Bühnenmeister große Klasse, aber was noch viel größer war, das war dein Schmäh. Und das waren deine wunderbaren Räusche, die du gehabt hast. Das alles gehört dazu, Hansi. Kalle. Das ist ein Leben. Kalle, die haben wir miteinander. Genau so ist es. Ja. Hansi, ich danke dir für alles. Und ich habe für dich eine Kleinigkeit. Hansi, das ist der erste goldene Fernsehbastel für dich. Nur für dich allein, aber noch nicht genug. Unser Produktionsleiter, der Hans Simon, der kommt zu dir. Auch der hat noch ein bisschen was für dich. Hans Simon, unser Produktionsleiter. Lieber Hans, wir haben nicht genau gewusst, was wir dir schenken sollen. Du hast alles, du bist eine brave Frau, du hast alles, was du da hast, du hast einen Garten, du hast ein Weinshaus. Jetzt haben wir nicht gewusst ganz genau, was wir dir schenken sollen. Zuerst wollte man ganz groß dein Lieblingswort schreiben. Du hast immer gesagt zu den Leuten, ob man in Peking oder in Amerika, wenn ich mir nicht verstanden habe, hat er gesagt, geschissen zu ihm. Und jetzt haben wir ein Andenken. Ein Andenken, mit dem er immer denken wird, an einen Musikantenstab mit seiner Lieblingsbeschäftigung, ein Ablaufbuch, Trommel raus, Trommel rein und ein Glas Wein, das hat zur Arbeit gehört. Danke, Hans. Danke. Hansi Dvořák. Danke. Bitte. Das war's. Hansi, weißt du was? Hansi, du auch. Jetzt stellt euch da rein. Jetzt zeigst du mal, wie du auch schunkeln kannst. In diesem Sinne, Freunde, das ist die Stadl-Familie. Und der Papa sagt wieder mal, Servus, für Gott, bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Musik ist leider jetzt aus. Servus, Pilot und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, Pilot und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, Pilot und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, Pilot und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Waren heute so gemütlich beim Wein. Die Muse hab gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht. Ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht.
plötzlich zu unserem Verdruss. Der Wirt sagt, kommt Zeit, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Jo, servus, für gut und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Ihr stimmt das nächste Mal. Servus, für gut und auf Wiedersehen, mit Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für gut und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Gut und auf Wiedersehen, wenn Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, gut und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal. Juhu! Servus, Wiedersehen. Hansi. Und danke, Jack. Danke. So, jetzt verneigen wir uns. So, bravo, ja. Jawohl. Ja. Hansi, vierte. Danke.